Today, we're gonna order Mahaprasad from Jagannath Puri. The kitchen of Lord Jagannath is extraordinary. It has 752 wood-burning stoves. 500 cooks and much more laborers work daily in the kitchen. Each and every pot boga that has been prepared is placed before the Lord. Gaudiya Vaishnavas say that bhaktas can attain perfection in Krishna Prem simply by enthusiastically honoring Jagannath Mahaprasad in Jagannath Puri. So today we're gonna order Mahaprasad from Jagannath Puri. Mahaprasad? One man. Two. What items I get? Rice, dal, two types of sabzi. Small. Small pot? Small. Okay. Ticket. Yeah. Okay. I'll wait here, okay? Never. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Jagannath, thanks. Gifts to mama. Okay. You're from here, from Puri? You're a priest here in the temple? Jagannath. You're born here in Puri? From Puri. You speak very well English? Well, little bit. Very poor English. Are you very good? Poor English. But you understand everything. That's good. Good enough. Your name? My name is Pradyumna Das. Pradyumna. I live in Mayapur. Mayapur. You know Mayapur? You huh? You and West Bengal? Russia. No, I'm not Russia. I'm Germany. Germany, yes. Es gibt sieben Regeln, wie man Mahaprasadam akzeptieren soll. Wenn man das Mahaprasadam empfängt oder bekommt, dann soll man rufen Jai Jagannath. Jai Jagannath. Jai, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. What do you want to do? What is this? Dass man auf dem Fußboden sitzt, ohne eine Unterlage. Dass man sicherstellt, dass man niedriger ist als das Mahaprasadam. Okay? Ja? Es gibt jetzt Jagannath Mahaprasadam. Regel Nummer 1. Sitze auf dem Boden ohne Asana, damit du sicher bist, dass du höher bist als das Mahaprasadam. Niedriger bist als das Mahaprasadam. Immer mit der rechten Hand surfen. Die zweite Regel ist, dass man, wenn man das Mahaprasadam austeilt, dass man immer die rechte Hand benutzen soll und selbst alles mit der Hand austeilen soll. Also selbst flüssige Dinge wie flüssigen Dal oder die Soße vom Rasgulla oder was ist das mit dem Weißen? Rasmalai oder keine Ahnung, irgendwas. Also alles, was, selbst alles, was flüssig ist, soll man mit der Hand austeilen. Falls es zu heiß ist. Okay. Auch Getränke? Hier steht alles. Okay. Und auch wenn es zu heiß ist, darf man aber ein Bananenblatt nehmen. Darf aber schütten. Ja, schütten. I think it's okay. Nur kein, also hier steht halt no utensils, also kein
Löffel, keine Kelle oder sowas benutzen. Man darf nichts mit Löffeln austeilen, alles mit der Hand austeilen. Ohne Chili. Vierte Regel, um ein Vergehen gegen das Mahaprasadam zu vermeiden, soll man es glücklich akzeptieren. Das schaffe ich. In einer glücklichen Stimmung. Jede Präparation. Also nicht sagen, das will ich nicht. Von allem etwas akzeptieren. Happily. Man soll alles glücklich akzeptieren. Alles. Ein kleines bisschen kosten nehmen. Little bit. Mahaprasadam, Chakamat. Hat Chakamat. Regel 5 ist, dass wenn man sich den Mund ausspült, dass man das Wasser nicht gleich ausspuckt, sondern den ersten Schluck schluckt, sozusagen, dass das Mahaprasadam aus dem Mund nochmal in den Magen kommt. Beim Händewaschen und Mund ausspülen, den ersten Schluck runterschlucken, nicht gleich ausspucken, dass wenn noch irgendwelches Prasadam im Mund ist, dass man das nicht ausspuckt, sondern erstmal runterspült. Regel 6 ist, wenn man sich die Hände wäscht, dass man die Hände sich nicht über dem Waschbecken wäscht, sodass dass die Reste, die noch an den Fingern sind, in den Abfluss kommt, sondern dass man sich die Hände wäscht und dass man sich die Hände über dem Gras wäscht, also dass die Überreste aufs Gras kommen. Das war Regel Nummer 6. Dann beim Händewaschen, das Wasser soll gleich auf den Fußboden tropfen und nicht in einem Waschbecken. Mach mal ein bisschen weiter weg von Padmini. Aber Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, es gibt nur eine goldene Regel, wie man das Mahaprasadam zu sich nehmen kann. Und das ist die Regel, dass man zwischen jedem Haps den heiligen Namen chantet. Also man nimmt einen Haps Mahaprasadam zu sich, Hare Krishna, Hare Krishna, dann den nächsten, Krishna, Krishna, Hare Hare. Oder so. Ich glaube eher zwischen den Mahamantra, dass man immer zwischen Between each and every bite. Das heißt, man kann auch runterschlucken. Man kann runterschlucken. Just chant the holy name of Hari between each and every bite. And that alone would make the Prasadam Seva perfect in every way. Wir müssen erst die goldenen Regeln machen. Aber du musst noch was essen. Hier. Weil wir müssen zwischen jedem Bite, zwischen jedem Haps noch sagen: Hare Krishna, Daishi Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, die heiligen Namen von Krishna zwischen. Das ist Chaitanyas goldene Regel. Okay, schaut mal Daishi Krishna, dann ist noch mal. Daishi Krishna, Regel Nummer 7, dass man den Boden nach dem Essen nicht mit einem Besen reinigt oder mit einem Stück Stoff, sondern dass man erstmal die Hände nimmt, ein bisschen Wasser, dass man merkt, wo noch Mahaprasadam ist und dass man das dann noch honoren kann, dass man das dann noch zu sich nehmen kann. Also erstmal so mit der Hand sauber machen und dann, wenn das geschehen ist, dann kann man wischen. Das sind die 7 Regeln. Worauf esst ihr hier? Was sind das für Teller? Hä? Was sind das für Teller?
Bananenteller. Bananenblätterteller.